أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, liebe Geschwister und herzlich willkommen zum uh, nächsten Vortrag in der uh, Erläuterung des Werkes uh, مختصر منهاج القاصدين Und zwar geht es mit dem nächsten Kapitel weiter. Und das ist das Kapitel über äh, das Gedenken Allahs, also Dikr und äh, was damit zu tun hat. Äh, der Autor, Rahimahullah, sagt, wisse, dass es nach dem Rezitieren des Korans kein anderen Gottesdienst gibt, der mit der Zunge verrichtet wird, der besser ist als Wikrullahi Tabaraka wa ta Natürlich, al-Qur'an selbst ist Wikrullah. Und Allah subhanahu wa hat den Qur'an als Wikr an mehreren Stellen im Qur'an bezeichnet. Aber es ist jetzt gemeint, die anderen Ausdrücke, mit denen man Allah preist und äh, mit denen man Allah subhanahu wa rühmt und so weiter. Also Qur'an ist Wikr, aber jetzt geht es um die anderen Formen des Wikr und zu den vorzügen des wikr oder die vorzüge werden deutlich unter anderem durch die aussage allahs fadkuruni adhkurkum ibn al qayyim rahimahullah taala sagte wenn es keinen anderen vorzug geben würde für wikr außer diesen aspekt würde das vollkommen ausreichen fadkuruni adhkurkum gedenkt meiner so gedenke ich eurer also, erwähnt mich, so erwähne ich euch. Jeder von uns, wenn er irgendeine Person kennt, die ihm wichtig ist, dann wird er sich stolz fühlen, wenn diese Person einen erwähnt. Stell dir mal vor, du arbeitest in einer Firma, einer Riesenfirma, ja? Also kein kleiner Betrieb und der oberste Chef ja, der Chef des Managements erwähnt dich, dann empfindest du Stolz, ich bin etwas Wichtiges, wenn der größte Chef der Firma sagt, ja, hier der Mitarbeiter, Herr XY, ja, der macht eine gute Leistung. Was, was empfindest du, boah, bin ich wichtig, das ist ja toll, du empfindest, dass deine Arbeit, wertvoll ist. Warum? Weil der größte Chef dich eben erwähnt hat. So, wenn nun Allah, Jalla Jalaluhu, dich erwähnt, das heißt, wenn du sagst, Subhanallah, Allah erwähnt dich, wo? Vor der höchsten Schar, vor der höchsten Schar, also Al-Mala'u, Al-A'la, wie wir noch sehen werden. Also ist das schon Grund genug, dass wir Allah gedenken, dass wir sagen La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Wenn ich weiß, Allah lobt einen Menschen, wenn er ihn erwähnt. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa wa 'ala junubihim. Also Allah lobt jene, die Allah gedenken, während sie stehen, während sie sitzen, und während sie auf der Seite liegen. Das heißt also, in jeder Situation. Natürlich, das hatten wir mal erwähnt, wenn jemand Allah erwähnt, soll er am besten das im Gebet machen, indem er Koran liest oder im Rukur -Azim sagt. Das ist die schönste Form. Aber es ist nicht die einzige Form. Und ein Nabi selbst, hat Qur'an Koran gelesen, während sein Kopf auf dem Schoß von Aisha war, radiyallahu anha, also im Liegen. Und das zeigt also, ein Muslim erwähnt Allah subhanahu wa in jeglicher Situation. Warum? Und das ist wichtig, damit wir trainieren, immer Allah zu gedenken. Nicht nur, wenn ich bete. Und was habe ich davon? Ich, was habe ich davon? Und zwar habe ich Folgendes davon, dass ich in Notlagen auch Allah gedenke. Wenn ich jemand bin, ich lese Koran nur im Gebet. So, jetzt bin ich irgendwo alleine. Dann werde ich nicht auf den Gedanken kommen, kommen lies mal Koran, sag mal La ilaha illallah jetzt hundertmal. Warum? Weil ich es ja nie vorher trainiert habe. Aber wenn ich immer Allah gedenke, egal wo ich bin, natürlich jetzt nicht an Orten, wo man das nicht machen darf, wie auf der Toilette zum Beispiel, aber ich meine, egal wo man ist, dass man Allah gedenken kann, wenn ich dann Allah erwähne, dann wird mir Allah in schwierigen Situationen das Gedenken Allahs eingeben. Was heißt eingeben? Also mir diese Idee geben, erwähne Allah. جل zum Beispiel, wenn du krank bist. Dass du sagst, La ilaha illallah, oder Allahumma also o Allah, heile mich. Allah lobte diejenigen, äh die Allah gedenken, indem er sagte, wa kirin Allah kathiran, kirat. Er zählte viele Eigenschaften der Gläubigen auf, und eine dieser Eigenschaften ist, dass sie Allah viel gedenken. Einer der Gelehrten, der Salaf, wurde gefragt, was heißt viel was bedeutet viel gedenken? Vielleicht denkt der eine, okay, das ist jetzt so von 24 Stunden am Tag, 20 Stunden. Er sagte, wenn du das Gedenken am Morgen und am Abend aufsagst, gehörst du zu denjenigen, die Allah viel gedenken. Also es ist nicht so viel. Zehn Minuten morgens, zehn Minuten abends, aber regelmäßig, jeden Tag, dann gehörst du zu denjenigen, die allah viel gedenkt was haben die davon allah hat ihnen gewaltigen lohn vorbereitet wie es allah sagt und Al nabi wasallam, sagte dass allah subhanahu wa ta'ala sagt ich bin mit meinem diener solange seine lippen sich bewegen indem sie meiner gedenken also indem sie allah erwähnen Allah Subhanahu wa Ta'ala ist so lange mit dir, also er hilft dir. Er erleichtert dir die Angelegenheiten. Du erträgst Schwierigkeiten, Krankheit, Armut, Stress. Du kannst das besser ertragen. Solange ist Allah mit dir, solange du Allah erwähnst, solange du Allahs Namen preist, solange du die Eigenschaften Allahs Lobst. Und äh, in Sahih Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi Wenn ein Volk sich hinsetzt, zusammensetzt und Allah gedenken, dann werden die Engel sie umschließen. Also sie, die Engel werden dazukommen. Sie werden äh, dieser Sitzung beiwohnen. Möge Allah diese Sitzung, in der wir heute sind, auch dazu zählen. Und die Gnade wird sie berühren. Und die Ruhe wird auf sie herab äh, herabsinken. Und Allah wird sie erwähnen vor der, der höchsten Schar. Also vor denjenigen, die bei ihm sind. Und wer sind bei ihm? Die höchste Schar. Was ist die höchste Schar? Jibril, Mikael, Israfil, die besten Engel. Vor denen. Prahlt Allah subhanahu wa ta'ala, schaut mein Diener, er redet über mich. Mein Diener erwähnt mich. Also ist das ein äh, Hadith, der uns motiviert, Allah subhanahu wa ta'ala immer zu gedenken. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu wenn ein Volk, eine Gruppe also, sich zusammensitzt und also sie sitzen zusammen, um zu reden, und sie auseinandergehen. Also die Sitzung, das Treffen ist jetzt fertig. Wir haben uns getroffen, wir haben uns zusammengesessen, ja Familie, Freunde, ist egal wer. So und jetzt sind wir gegangen, ohne Allah zu gedenken. Also wir waren eine Stunde zusammen, zwei Stunden waren wir zusammen, drei Stunden, den ganzen Tag waren wir zusammen, aber wir haben Allah nicht erwähnt. ging nur und äh, was, ein Fußballspiel hast du gesehen? Und dann ging es ja, und wie, eigentlich die Preise vom Auto und so weiter. Jetzt das Thema an sich, Autos und Autopreise, ist ja nicht haram. Aber warum erwähnst du nicht ab und zu mal Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, Allah hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Arbeit zu machen. Erwähne Allah, danke Allah. Der Nabi wassalam, sagt, wenn ein Volk sich zusammensitzt, und dann gehen sie auseinander und sie haben Allah nicht erwähnt, dann werden sie auseinandergehen, als ob sie ein verendetes, äh, einen verendeten Esel verzehrt haben. Ein Esel an sich ist nicht erlaubt. Verendet Kadaver ist dann auch noch mal unrein, noch mehr unrein. Najis. Das bedeutet, wenn du Zusammengesessen hast mit irgendwie jemandem und es ging nie um Allah, als ob du in dein Mund nur Unreinheit gelegt hast. Bürger Allah uns davor bewahren. Und das ist wirklich verwunderlich. Wie kann man diese Ausdauer haben, ohne Allah stundenlang zu leben? Ohne einmal zu sagen, Subhanallah, es gibt Leute, wenn die reden und reden und reden, ja, und da ist das passiert und dann ist das passiert und ich habe das gemacht und dann habe ich das eingekauft und dann und so weiter. Und kein einziges Mal, masha'Allah, tabarakallah, subhanallah, la ilaha illallah. Andere, ich war dann einkaufen, subhanallah, da gab es ein Angebot. Alhamdulillah, ich, da, ich konnte sogar zwei Hemde kaufen. Ja, inshallah ist das immer irgendwas mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Das muss man einbauen. Wenn du jemand bist, du sagst nie, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, yani wie, wie überlebt dein Herz? Dann musst du wissen, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte, als ob du verendetes, also Kadaver gegessen hast. Möge Allah uns davor bewahren. Und der Rasul, alaihi wa sallam, sagt weiter, und diese Sitzung wird für diese Sitzung wir werden Sie bedauern, jaumal Sie werden sagen: Ach, oh, hätten wir doch nur ein einziges Mal gesagt, Subhanallah. Ein einziges Mal hätte irgendjemand gesagt, Alhamdulillah. Dass der andere sagt: Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aber nein, wir haben eine Stunde gesessen. Ja, zum Beispiel, man trifft sich, ja, um zu. Äh, spielen, ja, zu zocken, ja, Playstation und so weiter. Kein einziges Mal wird La ilaha illallah gesagt, Alhamdulillah, Subhanallah, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata Nix, 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 gar nichts. Der Muslim, der, der, der kann nicht so leben. Gestern, Subhanallah, gab es ein Video und zwar ein Versuch war das. Man hat den Koran gedruckt, also ein Buch gedruckt. Und den Text weggelassen, nur noch diese Zeichen, ja 1 RJ2, nur das. Du siehst weißes Blatt und nur die Nummern sind da. So und jetzt hat man mehrere Leute gerufen, die den Koran auswendig können, ja? aus allen Ländern, eine Gruppe und man hat und die wussten nicht, was los ist und man hat ihnen gesagt, bitte schön liest mal ein bisschen Koran und dann haben sie aufgemacht, und haben nichts gesehen. Ja, was für ein Schock die erlebt haben. Man hat ihnen gesagt: Stell dir vor, du hast den Koran vergessen. Möge Allah uns bewahren. Die, 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 die sind fast zusammengebrochen. Die haben angefangen zu weinen. Die haben gesagt: Ohne Koran, wir sind nichts. Stell dir mal vor, du wachst auf, Koran ist weg. Möge Allah bewahren. Ja, Rabbi, bewahre uns davor. Ja, Rabbi, lass den Koran Frühling unserer Herzen sein. Mach uns, ja, Rabbi Al-Alamin, den Koran schmackhaft. Und zikrullah. Ja, nee, da fragt man sich, aber das sind Menschen, die haben den Koran genossen. Die wissen, was es bedeutet. Ein Muslim, wenn er mehrere Momente, sagen wir mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, nicht dann Den Namen Allah hört oder irgendwie ein Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Islam, wo, wo bin ich hier? Das ist so wie jemand, der erstickt. für unser Herz so wie Sauerstoff für unsere Lunge. Ja, irgendwann mal brauche ich mal, Alhamdulillah, es geht wieder um Allah. Jalla wa Al Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa was sind die schlimmsten Orte, die Märkte. Warum? Weil da am wenigsten Allah gedacht wird. Natürlich gibt es auch Leute, Alhamdulillah, Bismillah, Masha'Allah, hier, Tabarakallah. Aber die meisten, wenn sie in, auf dem Markt sind oder von mir aus eben so Laden, Mall, ja, äh, zum Shoppen, vergessen sie, Allah Azza wa Jalla, zu gedenken. Möge Allah unsere Herzen beleben durch das Gedenken Allahs. An Al Nabi sallallahu alaihi wa sallam, also das war ja dieser Hadith. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn ein Volk sich zusammensitzt und Allah nicht gedenken und nicht den Segenswunsch für den Propheten aufsagen, والسلام, dann wird diese Sitzung ein Grund zum Bedauern sein. Du sitzt mit jemandem und kein einziges Mal, Allahumma salli Muhammad. Und deswegen einige Shuyukh. Sie erinnern immer wieder, sag die Segenswünsche auf. Sag die Segenswünsche auf, für, auf den Propheten salam. Sie trainieren dich. Du sitzt einfach so, und, und, und das gibt es sogar bei uns, also in einigen Ländern. Du sitzt einfach so und denkst, dann sagt er dir wahed Allah. Also, also sag la also sag Erkläre Allah als den einzigen. Also sag لا اله الا الله. Oder صلي على النبي. Sag اللهم صلي على ala محمد. Ala die 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 yani äh, يعني, das ist ein sehr guter Brauch. Du sitzt und sitzt und sitzt und sitzt und sitzt und du denkst irgendwas. Sag وحد الله. Sag لا اله الا الله. Junge was ist los. Eine halbe stunde bist du ruhig, Sag لا اله الا الله. Sag was Gescheites. Und das sind so, so Brauch von, von älteren Menschen, die auch von der Fitra her, von der Fitra her, haben sie dies mitbekommen, ja, dass sie eben Allah gedenken sollen. Zum, zu den Afkar gehört auch natürlich Bittgebete, aufzusagen. Und der Nabi sallallahu alaihi wa sallam er erwähnte den Vorzug der Bittgebete in vielen Hadithen, wie zum Beispiel, dass, Allah sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sagt: Es gibt nichts, was Allah mehr liebt als Bittgebet. Er liebt es, dass du ihn anfließt, dass du von ihm etwas wünschst. Und zu den besten Gottesdiensten, sagte der Prophet sallallahu alaihi gehört ad -Dua. Zu den edelsten äh, Gottesdiensten, also Ibadat, gehört ad -Dua wichtig ist bei den Bittgebeten, dass man auch die äh, gewissen zeiten beachtet ja zum Beispiel, wenn es regnet wenn man krank ist wenn man auf reise ist zwischen awan und niqama dass diese aspekte äh, behandelt werden und inshallah taala alhamdulillah wir haben ja auch den bei den brüdern äh, über Ad-Dua, al also da kann dann wird das ausführlicher besprochen da können wir dieses äh, diesen aspekt hier äh, Inshallah, also kurz fassen. Wie gesagt, die andere Reihe, die Erläuterung der Bittgebete aus dem Koran. Dann äh, sagt der Autor ein Abschnitt über, die, über einen Tagesablauf. Der Tagesablauf eines Muslims. Er sagt, wisse, dass derjenige, der Kenntnis über Allah hat und über seine sein versprechen also mit dem lohn dass er uns den lohn versprochen hat und seine drohungen dass er bestraft und wer wissen hat über die, die kürze des lebens ja dass das leben egal wie lang du lebst ist es immer kurz der wird sein leben nutzen um eben so viele hasanat zu sammeln wie nur möglich und Allah Jalla wa ala, hat uns auferlegt, morgens und abends ihn zu gedenken. So sagt Allah. Azzawajal, also und erwähne den Namen deines Herrn morgens und abends. Und in der Nacht werfe dich nieder vor ihm und preise ihn eine lange Nacht. Also sehr lange in der Nacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. Also und er ist derjenige der die Nacht und den Tag abwechselnd gemacht hat, لمن اراد أيّ يذكّر او اراد شكورا. Für diejenigen die sich erinnern wollen, die gedenken wollen und die loben und sich bedanken wollen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nun sagt er, es gibt folgende äh, aurad nennt er das. Wird ist also eine tägliche Dosis von einer Sache. Wird im Koran, Wird im Wicker Wird im Gebet. Wird ist etwas, was sich wiederholt. Also ich nenne es mal Dosis. Gibt es einen besseren Begriff? Wird? Ja, also. Eine tägliche Dosis, Koran, eine tägliche Dosis, Wikrullah, eine tägliche Dosis, Gebete. Natürlich abgesehen von den fünf Pflichtgebeten. Er sagt, der erste Wird, die erste Dosis, die regelmäßige, ist zwischen der Morgendämmerung, also wenn Salat Subh eintritt, und dem Sonnenaufgang. Hier fängt schon mal die erste Baustelle an. Allah Azza bei dieser Zeit, was jeder Und wenn der äh, wenn der Morgen aufatmet, also wenn er aufgeht, er sagt, so soll der Schüler. Er nennt ihn hier Murid. Feym Murid. Al Murid ist ein Ausdruck aus dem Tasawuf, aus dem Tasawuf. Also das ist so ein Fachbegriff. Äh, Im Tasauf. Hier müssen wir natürlich immer daran erinnern. Al Sophismus, also hat verschiedene Phasen erlebt. Zu Beginn ist es die Zeit der Tabi'in. Ja, einige wurden bekannt für dieses Thema, dass sie dich erziehen. Sie haben darüber mehr gesprochen als über Tafsir oder Fiqh. Natürlich waren es Gelehrte. Ja.

Da, da war noch die Welt in Ordnung, da ging alles nach Koran und Sunna, bid'a wurde äh, abgelehnt. So mit der Zeit hat sich diese Wissenschaft weiterentwickelt, entwickelt. man hat Begriffe eingeführt zum Systematisieren und so weiter, wie Begriffe in der Aqidah, wie Begriffe, man sagt, Tauhid Tauhid so hat das ja der Prophet alaihi salam, nicht erwähnt aber die begrifflichkeiten sind ja nicht schlimm sobald solange der inhalt richtig ist was heißt tawhid rububia bestätigung der einzigkeit allahs in seinen handlungen ist das islamkonform ja Nenn es tawhid al rububia tawhid al-ma'rifa also äh, einzigkeit in in der erkenntnis das ist nicht so schlimm so genauso in der Tazkiyah, in der Läuterung der seele hat man begriffe eingeführt das ist bis dahin nicht schlimm Nenn den Schüler, nenn ihn Murid. Murid ist also jemand, der will etwas. Der Strebende. Was will er? Er strebt nach Reinigung seines Herzens. Nenn ihn Murid, nenn ihn Talib, nenn ihn Tilmid, nenn ihn egal was. Hauptsache du meinst was? Du meinst einen Menschen, der will nach Koran und Sunnah sich erziehen lassen. Das Problem aber ist, dass später und insbesondere heute, der Sufismus so verändert wurde, dass viele Irrlehren da sind. Was die Akide angeht, zum Beispiel Allah sei in allem, möge Allah uns davor bewahren, also in Tieren, ja, möge Allah uns davor bewahren, alles Sein ist äh, Allah. Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi sagte, äh, ich bin, der Herr und 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 de, also der, der Herr ist Diener und der Diener ist Herr der Herr also Allah ist Diener ist der Mensch der Mensch ist Allah warum weil Allah alles ist diese Welt ist Allah also Sonne Mond Sterne Berge das ist Allah erhaben ist Allah über diesen Unglauben. hat das al Hasan al Basri gesagt hat das äh, Bishr al-Hafi gesagt? Hat das äh, al ibn Uyad gesagt? Die haben das auf keinen Fall gesagt. Das heißt, da haben sich Sachen eingeschlichen, die Kuffer und Schirke sind. Gräberkult. Und deswegen muss man aufpassen. Wo lernt man Tazkiyah? Genauso wie einige, zum Beispiel die Schiiten, sagen, kommen. Oh, guck mal, du musst die Familie des Propheten lieben. Du sagst, Allahumma salli ala wa Muhammad, sehr schön. Aber oh, wirklich, das ist ein schönes Thema. Liebe des Propheten sallallahu alaihi sallam. Ja, genau. Und deswegen, dass du den Propheten liebst, alayhi salatu wasalam, musst du Aisha beleidigen. Au'udhu billah. doch seine Frau? Wie? Ich will die Familie lieben und Das heißt, diese Mottos hören sich schön an. So hat Iblis angefangen. Shajaratul Khuld. Baum der Ewigkeit, hört sich super an, oder nicht? Mulkin la Herrschaft, die nie vergeht, hört sich super an. Aber was wollte er? Er wollte, dass er dem sündigt. Also dürfen wir nicht reinfallen, oh, der redet schön. Ja gut, aber redet er Koran und Sunna konform? Deswegen, imam sagte, wenn ihr jemanden seht, der fliegt in der Luft, jetzt natürlich jetzt ohne Flugzeuge oder andere Technik ein wali ja ein Gottgefälliger der fliegt in der Luft dann misst ihn also messen vom messen ja gemäß Koran und Sun nur weil er in der Luft fliegt nur weil er über Feuer läuft oder über Wasser läuft oder ein Schwert in den Rachen rammt und überlebt nur weil er das macht heißt das nicht dass er Gemäß Koran und Sunnah erlebt. Es gibt sowas, nennt sich Jinn. Die Jinn können dich auch über Wasser laufen lassen, können dich fliegen lassen, die tragen dich. Sieht kein Mensch, es sieht so aus, als ob du fliegen würdest. Also hier ein bisschen äh, Verstand einschalten und nicht reinfallen. Oh, guck mal, der kann das, ja und jetzt? Redet er gemäß Koran und Sunnah, gemäß der Sahaba oder nicht? Das ist also wichtig. Wenn wir also Bücher haben, in denen das Vokabular, Wortschatz, einiger oder einige Worte aus dem Sufismus stehen, heißt es nicht, das Buch ist Schrott. Es kommt darauf an, wer hat es geschrieben, was will er damit sagen. Aber man muss aufpassen, auf jeden Fall, sehr viele Leute, möge Allah uns bewahren, äh, benutzen das Thema Erziehung und Tezgir, um Gräberkult, Schirk, Anflehen von Verstorbenen und so weiter zu verbreiten. Also er sagt jetzt: Der Schüler, Patient, nennen ihn wie du willst. Okay? ich möchte mich ändern. Wenn er aufsteht, soll er zu Beginn Allah gedenken. Hier fängt schon mal an. Und das ist die erste Frage: Machst du das oder nicht? Hast du heute? Du hast deine Augen aufgemacht. Du warst am Schlafen? So, jetzt machst du deine Augen auf. Was war das Erste, was du gesagt hast? Was war das Erste, was du gemacht hast? Wie spät haben wir es? Habe ich eine Nachricht bekommen? Ist das das Erste, was bei dir passiert ist? Oder hast du zuallererst gesagt, Alhamdulillah, illadhi ahyani, ba'dama amatani, wa ilayhin Möge Allah uns erziehen. Wenn ich jemand bin, Ah, hab's vergessen. Und vorgestern? Hab's vergessen. vorgestern Also, eigentlich letzten ganzen Monat habe ich's vergessen. Ja, dann mach dir einen Wecker. Dieser alkar wirklich. Wenn du jemand bist, Adkarul Masa, ich vergessen heute. Okay, das kann, mag ja sein. Das ist ja nicht so, dass. Du hast recht. Mach, mach dir einen Wecker. Hier, dein Handy benutzt. 15 Uhr oder wann ist Asr, sagen wir mal 16.30 nach Asr, klingelt, hast du einen Termin? Ja, ich muss meine Adhkar aufsagen. Irgendwann, bi ta'ala, hast du den Dreh raus. Alleine, alleine, deine Seele, ich brauche jetzt dikr. Bismillah, alladhi la yadur ma'asmi shaym fil ardi wa la wa wal alif. Zum Beispiel, ja, diese Adhkar. Und wichtig ist, Du musst nicht jetzt alle Avkar auf einmal sagen, ich hole mir Al-Avkar von Imam al Nawawi oder al Al-Wabil al von -Al, -Al, al, al Kalim al tayyib äh, Ibn Al-Qayyim oder, nee, oder Hiznul Muslim. Es gibt viele Avkar-Bücher. Aber bitte aufpassen, immer authentisch. Es gibt ein anderes Buch, heißt Dalil al-Khairat. Das ist, glaube ich, jetzt so, nicht so bekannt im deutschsprachigen Bereich. Dalil khairat da sind viele Hadithe, die nicht richtig sind. Der Wicker für Montag, der Wicker für Dienstag, der Wicker für ist es aus Koran und Sunna? Nein. Wir halten uns an Koran und Sunna. Heißt das, ich darf kein, keine Formulierung erfinden, wenn das, äh, der Inhalt richtig ist? Sekunde mal, Sekunde mal. Reden wir über Dua. Reden wir über ein Dua. Tschüss. Du kannst sagen, ja Rabbi, ich bitte dich, hilf mir. Hat Nabi Sallallahu alaihi diese Worte benutzt? Konnte konnt er Deutsch? Hat er das so gesagt? Nein, aber du darfst das. Als ein Mann zum Propheten a.s. kam und er sagte: Ja, ich deine Wortwahl kenne ich nicht, kann ich nicht. Ja, diese Ad'iyah, diese Bittgebete oder auch al ich, kann ich, ich kann mir die nicht merken. Dann sagt er: Was sagst du denn? Ich sage: Oh Allah, rette mich vor dem Höllenfeuer und ja, Rabbi, lass mich ins Paradies gehen dann sagt er, genau um dieses Thema dreht sich äh, das, was wir sagen. Also bitteschön, das heißt also, das ist eine wichtige Regel, außerhalb der Ibadat, Gebet, Tawaf zum Beispiel, ja, wo bestimmte Wortlaute so bindend sind, auf Arabisch, Adhan. Ich kann ich sagen, okay, anstatt Allahu Akbar, Allahu azim Allahu azim Natürlich ist Allah azim aber es ist erwähnt, da ist ein bestimmter Wortlaut Pflicht. Außerhalb dieser Ibadat darf ich sagen, O oh Allah, ich liebe dich. Bitte schön. Ist es haram? Nein. Hat der Prophet alaihi wa sallam, diesen Wortlaut so benutzt? Nein, hat er nicht. Ist es eine bitte Nein. Warum? Weil du darfst Allah ta'ala, anflehen mit all seinen Eigenschaften, äh, Taten, mit all deinen Anbetungen. Also bitte schön unterscheiden. Aber man darf keine Adhkar erfinden, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Also besonders im Sufismus gibt es jede, jede Tariqat, sagt ihr, oder? Tariqat? Tariqa, ja, yani, aber mit T am Ende, ne? Tariqat. Genau. Tariqa, also Bruderschaft könnte man es nennen, oder? Was gibt es noch für ein Wort auf Deutsch? Ja, Orden. Orden, so wie bei den Mönchen. Da ja, gibt es Orden von dem, also eine Tariqa ist ein Orden. Also eine Gruppe von Leuten, die haben einen Chef, ja, und die halten sich so. So dieser Chef, dieser Scheich, erfindet einen Wikr. Das Problem ist erstens, dass sie sagen, dieser Wikr hat einen besonderen Lohn. Wie zum Beispiel bei der Tijaniya. Tijaniya ist die größte Sufi-Sekte. Also in den meisten, in sehr vielen Ländern, besonders Maghreb-Staaten, Ägypten und so weiter und so fort, gibt es die Tijaniya. Es gibt natürlich andere. Rifa'iyya sind eher in Syrien und so. Naqshbandiyya ist dann Türkei und so weiter. Das sind alles äh, Sufi-Orden. Und jeder Sufi-Orden hat sein wird Sein... أو أوسع توم باش بالبادرة تيجانية شديد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم زوباتو Das lernt jeder auswendig, seitdem er ein Kind ist, in den maghreb staaten Hat das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt? Nein. So. Außerdem, einige Wortlaute sind ein bisschen äh, problematisch, wobei auch Ibn Bazar, Rahim wurde gefragt, wegen äh, al fatihi Helima urliqa, also der Öffner dessen, was verriegelt ist. Er sagt, das ist ein Wortlaut, der ist jetzt nicht so gerade der Hit, ja, weil den kann man falsch verstehen. Ein Nabi kann nicht alles öffnen, was verriegelt ist, sondern nur eine gewisse Sache, ja. Was heißt, das, was ein Nabi wa von Allah erhalten hat, aber kann nicht alles lenken. El Muhim. Die Tijaniya sagen jetzt, dieser Wicker ist wertvoller als der Koran. So woher haben die das bitte? Woher haben die das? Sie sagen sogar 600, wenn ich mich recht entsinne, oder 6000-facher ja, äh, Lohn, mehr als der Koran. Subhanallah. Und das ist das Problem, dass die Sufis diese Bida' einführen. Al-Bida', indem sie einen Lohn festlegen, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gar nicht festgelegt hat. Das Allerbeste ist, was dieser Tijani sagte, ich habe den Propheten sallallahu lebendig gesehen. Nicht im Traum, nein, nein, er war wach, lebendig und dann kam der Prophet sallallahu zu ihm und er hat ihm diesen Wicker beigebracht. Dieses Salat Al-Fatih man, man nennt es Salat Al-Fatih, weil Al-Fatih also der, der das, die Segenswünsche des Öffnende, also er öffnet das Verriegelte. Ja? Und da sehen wir diese Bitte. Ein Nabi wasallam, nachdem er gestorben ist, wie die Ulama erwähnt haben, die Sahaba hatten sehr viele Themen, wo sie uns eins waren und keiner von den Sahaba hat den Propheten gesehen, s.a.w. lebendig, ich rede nicht vom Traum. Aber dann irgendein, und das gibt es bei allen zu viel orden dieses ich habe den Propheten gesehen. Deswegen man, man nennt es ja Al-Hadra. Al-Hadra ist was? Dieses, wenn die dann rum singen. Okay? Äh, nicht alle sufi Orden haben diese Derwische, die sich drehen. Ja. Aber Al-Muhim, so irgendwann, besonders äh, diese Qadriya, Isawiya und das sind alles Orden, okay? Irgendwann, die fangen an, fangen an und so weiter und dann irgendwann mal sagt er, komm und dann stehen sie alle. Komm, also steh auf, dann stehen sie alle auf. Warum?

Also noch einmal müssen wir hier schön aufpassen, was die avkar äh, angeht. Kommen wir zurück zu unserem Ausgangspunkt. Du wachst auf, was ist das Erste, was du sagst? Alhamdulillah, alladhi ba'dama amatana wa nushur. Alhamdulillah, das Lob gebührt Allah, dass er uns zum Leben erweckt hat. Nachdem er uns sterben ließ, und zu, und zu ihm ist die Auferstehung. Jetzt muss man sich fragen, warum redet man über al Qiyam, wenn ich morgens aufgestanden bin? Weil du dich daran erinnerst, dass deine Seele gerade in der letzten Nacht war raus aus deinem Körper. Allah lässt die Seelen austreten. Wenn sie sterben und diejenigen, die nicht gestorben sind, wenn sie schlafen. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala, die Seele entweicht aus dem Körper im Schlaf und im Tod. Deswegen sagt man, der Schlaf ist der kleine Tod. So, diese Seele hätte auch draußen bleiben können. Dann würdest du nicht mehr leben. Dann würdest du aufwachen im Grab. Aber Allah hat dir eine weitere Chance gegeben. Also sagst du, Alhamdulillah, ich lebe noch. Alhamdulillah. Warum soll ich noch leben? Ja, damit du erstens um Vergebung bittest für die vergangenen Taten und damit du nachholst, was du versäumt hast, damit du Gutes tust. Wenn jemand so aufwacht, das Erste, was du machst, du machst deine Augen auf, die Seele kommt, zack, machst du die Augen auf. Allah hat dir jetzt einen weiteren Tag gegeben. Du erinnerst dich, wenn du aufwachst, du erinnerst dich, Alhamdulillah, der, der hat mich zum Leben erweckt. Ich war gerade tot. Also an was sollst du dich erinnern? Ich werde genauso auferweckt werden. Yawm al -Qiyama". Wer so aufwacht, rennt er dann zur Sünde? Hat er Lust auf die Sünde? Oder wird er sich sagen, nein, 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 diesen Tag will ich nicht vergeuden. Was ist, wenn heute Abend meine Seele entweicht und nicht mehr zurückkommt? Was mache ich dann? Das ist also eine Wiederbelebungsmaßnahme jeden Morgen, so, so wie diese Massage, ja, diese Wiederbelebungsmaßnahme jeden Morgen. Wach auf, du lebst noch, nutze diesen Tag. Ebenso gehört zu den äh, auf äh, Aussagen, Adhkaru Sabah, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Asbahna wa asbaha al mulku lillah. Wir sind aufgestanden, morgens, Asbaha, also wir sind morgens aufgestanden und die, der ganze Besitz Allahs ist aufgestanden. Also der neue Tag hat begonnen. Walhamdulillah. Warum Alhamdulillah? Alhamdulillah, ich lebe noch. Alhamdulillah, ich kann um Vergebung bitten. Alhamdulillah, ich kann die Beziehungen zu meinen Eltern glätten, wenn irgendwas geschehen ist. Alhamdulillah, dass ich nicht gestorben bin und ich habe nicht, hab nicht gesagt, Entschuldigung. Alhamdulillah, ich kann das wieder gut machen. Das Glaubensbekenntnis. Möge Allah uns erlauben, das Glaubensbekenntnis aufzusagen mit unseren letzten Atemzügen. إما لا اله الا الله زاك له الملك ايم gehört die ولو الحمد و الذ وهو على كل شيء قدير ان أئس تعلم ام استاده ربي من هير اسالك خير ما في هذه الليله äh, في هذا اليوم و الله ايش بتدش um das beste an diesem Tag يا ربي بشري مش مي Das Beste an diesem Tag، وخير ما بعد، وخير ما بعد. Und was danach? nach ناخدم تاك، يا رب إشفي لنا سجود دفن. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعد. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten an diesem Tag. Und was danach؟ Also nach diesem Tag an schlechten ist، يا رب بباغمش. ربي أعوذ بك من الكسل. وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر او mein Herr, ich suche Zuflucht bei dir vor Faulheit سبحان ربي العظيم guck mal was für ein morgens du wachst auf nach Salat Subh sagst du diesen Wicker يا ربي lass mich kein fauler Mensch sein heute guck mal was der Islam uns zu was der Islam uns erzieht. Wenn jemand diesen Wicker sagt, bleibt er dann zu Hause und sagt, ja, ich habe keine Lust, oder wird er sich sagen, okay, ich guck, was ich mache an Gutem. Das heißt, und man sucht Zuflucht vor der Hölle und vor dem vor der Strafe im Grab. Ein weiterer und wenn Nachmittags sagt man das Gleiche. Was heißt Nachmittag? Morgens bedeutet, nach Morgendämmerung bis Sonnenaufgang. Wer vergessen hat, das zu sagen, der kann es auch nachher sagen. Das ist auch eine pädagogische Maßnahme. Hast du was vergessen? Hole es nach. Sag nicht, ja okay, Pesch gehabt, ich habe es vergessen. Nein, nein, nein. Nee. Hole es nach. So war der Prophet a. Wenn er Qiyamul nicht beten konnte, er war verhindert, dann hat er es tagsüber gebetet, die nächtliche Freiwilligengebet. Hat das nicht gemacht? Hat das tagsüber gebetet? Hat er mal ein sunna -Gebet nicht gebetet? Dann hat er es später nachgebetet. Erziehe dich. Ich habe was vergessen, hole es nach. Also ist das am Morgen von Morgendämmerung bis Sonnenaufgang. Ich habe es vergessen, mach es nachher, egal wann. Und Nachmittag bedeutet nach Asr bis Sonnenuntergang. Ich habe es vergessen, mach nach Sonnenuntergang, ist egal. Hauptsache du holst es nach. Du vergisst das jeden Tag? Dann bitte schön mach dir einen Wecker. Da gibt es doch unzählige Apps jetzt um deine. Sa mach dir einen Stundenplan benutze die technik heutzutage damit du das nicht vergisst. wenn man salah zu subh gebetet hat dann soll man äh, eben die äh, afkar-aufsage ja, da gibt es mehr, mehrere afkar jeder sollte hesnul muslim bei sich haben hesnul muslim ist ein gesegnetes buch in dem stehen alle afkar die man braucht und der Titel ist schon besonders Hisnul Muslim, die Festung des Gläubigen. Die Festung, da kommt kein scheitan mehr zu dir. Da kann er machen, was er will. Da ist eine Festung zwischen dir und ihm, eine Mauer. Also sollte man diese Afkar lernen. Du musst nicht bei jedem Kapitel alle Afkar äh, auswendig lernen. Nimm bei jeder Sache einen al sabah, ein Sitzt der, den vergesst du nie, dann kommt der nächste dick Zum Beispiel, ich fange an, beim, beim Aufstehen haben wir ja gesagt, Alhamdulillah, Okay, so. Jetzt nach Salat subah, gibt es viele Avkar. Du kannst eine halbe Stunde lang Avkar machen. Fang langsam an. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث Ich كان mehr يا immer mit der immer mit der Sitzt dieser ذكر, dass du das jeden Tag machst Morgens und Abends okay. mehrere Wochen. الحمد, لله الحمد Ich brauche keinen Wecker mehr Ich keine you know, das ist Ich, ich sage nicht mit Demut und Konzentration. Nein, nein, Routine also. Alhamdulillah, es fällt mir nicht mehr schwer. Nächster Zikr. Und dann gucken wir mal, ob das sitzt. Vielleicht hast du ihn vergessen. Und so weiter. Genauso beim Einschlafen. Gibt es viele Avkar. Fang mit Ayatul Kursi an. Ich will noch alle zehn anderen. Immer mit der Ruhe. Langsam anfangen. Ein weiterer Wicker ist Sayyidul Istighfar.

Dass ich, dass ich mich unterwerfe. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten, was ich begangen habe. Ich gebe zu, ich gestehe all deine guten Taten. Ich gebe es zu, die, die habe ich von dir. Und ich gestehe meine Sünden. so vergebe mir. Denn es gibt keinen, der vergibt, die Sünden vergibt, außer dir. Das alles gehört zu den äh, Avkar morgens und abends. Äh, der Autor erwähnte hier ein Dua von Abu Darda. Salat al Masha'Allah. أبو الدرداء, es wurde überliefert, dass er gesagt hat: اللهم أنت ربي. أو Allah, du bist mein Herr. لا إله إلا أنت. Es gibt keinen Gott außer dir. عليك توكلت. Ich vertraue auf dich. Auf dir. auf dich? Tisch? <Dich>? Okay, تبارك الله فيك. Oder ich vertraue dir. So, genau. anta rabbul العرش العظيم. Und du bist der Herr des gewaltigen Thrones. ما شاء الله كان. Was Allah will, das wird eintreten. وما لم يشاء لم يكن. Und was er nicht will, das tritt nicht ein. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Und es gibt keine Kraft oder Macht außer durch Allah dem Erhabenen und Gewaltigen. أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ich

Lebewesen, die da äh, schreiten, sich fortbewegen, äh, deren Stirn du hältst. Also du leitest sie. Du, du hast die Macht über sie. Das bedeutet, dass du ihre Stirn hältst. Inna Rabbi Ala Sirat Mustaqim. Allah ist auf einem geraden Weg. Dieser Dua ist von Abu Darda. Hat der Prophet sallallahu wasallam, diesen Dua so aufgesagt? Nein. Bid'a? Nein, nicht bid'a. Warum? Noch einmal, ich habe das vorhin erwähnt. Haben wir einen bestimmten Gottesdienst, Adhan, zum Beispiel As-Sala, das Gebet, At-Tawaf, bei, bei bestimmten Sachen? zum Beispiel as zwischen Safa und Marwa also während dem Tawaf kannst du ja sagen was du willst an afghan aber zum Beispiel Allahu Akbar diese wenn du am schwarzen Stein bist oder ربنا في الدنيا وفي zwischen der jemenitischen Ecke und dem schwarzen Stein oder wenn du äh, bei as-Safa dem Hügel kommst ja in as-Safa allah Diese eier dass man aufsagt also, es gibt bestimmte Formulierungen zu bestimmten Ibadat, die darfst du nicht ändern. Ich kann nicht im Sujud sagen Subhana Rabbi al-Ghafur. Ich muss sagen Subhan Rabbi al-A'la. Warum? Das ist ein Gottesdienst und der wird mit dem Wort laut gesagt. Aber jetzt außerhalb dieser Gottesdienst, ich will jetzt einfach alleine mit Allah sprechen. Ich will ihn lobpreis. Bitte schön. Alles, was islamkonform ist, darfst du sagen. Auch wenn es der Prophet alaihi wasallam, so nicht formuliert hat. Aber und das ist das Problem, weil die Sufis kommen jetzt mit solchen Hadith. Bitte schön. Abu Darda hat einen Wicker erfunden. Warum dürfen wir nicht? Erstens. Abu Darda hat nicht gesagt. Hör mal zu. Ich, ich, das ist die Darda Tariqat. Und jeder, der näher kommt zu Allah, muss diesen Zikr sagen. Weil diese, diese, diese Orden, wenn du nicht diesen Zikr aufsagst, bist du in Nar Jahannam ubi's al Masir. Du musst, du darfst nicht mal von einem Orden zum anderen, auch Tijani, das gibt es aber überall, Tijani, die sagen auch, wer. Von einem anderen Orden zu uns kommt, von einer anderen Tariqa zu uns, herzlich willkommen. Das ist gut. Wer aber, wehe dir, du verlässt diese Tariqa, wird er ein Käfer, also zum Christentum oder zum Judentum? Nein, nein, es geht nicht darum. Es geht darum, du gehst von Tijaniya zur Rifa'iyya zum Beispiel. A'udhu Billah. Er hat im Endeffekt schon recht, ja, dass es schlimm ist. Aber nicht, ihm geht es ja nicht darum, sondern ihm geht es darum, du musst. Diesen Wird aufsagen. Hat das Abu Darda gesagt? Also, dass man die Leute zwingt, du musst diesen Wicker aufsagen. Jetzt kommen die und sagen: Nein, 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 es ist nur pädagogisch. Wir wollen, dass er das lernt. Ja, und deswegen, ja, aber warum darf er dann keinen anderen Wicker aufsagen? Zweitens, viele Adhkar der Sophis haben Schirk.

Und die Seele ist wie ein Säugling. Wenn du es nicht entwöhnst, wird es weiter die Milch wollen. Ja? Aber das Problem ist, dass auch einige Verse sind, die dem Propheten wasallam, Wissen über das Verborgene äh, zuschreiben. Und das ist das Problem. Die, die, die Liebe des Propheten Sallallahu wa sallam, wurde so übertrieben, dass man ihm göttliche Eigenschaften gegeben hat. Das ist das Problem im Sufismus. Dass man die Liebe zum Propheten Sallallahu wa sallam, so sehr artikulieren möchte, dass man ihn zu einem Gott gemacht hat. Und dieses Problem kennen wir aus dem Christentum. Und wenn diese Bida' nicht unterlassen werden, dann hat man am Ende eben keinen Propheten mehr, sondern einen, gottähnli einen gottähnlichen Menschen. Auf jeden Fall, die Bittgebete, die einige Ulama, also Sahaba oder Tabi'in, aufgesagt haben, die nicht der Prophet gesagt hat, wassalam, oder die Avkar, so wie diesen hier, sind keine Belege für die Irrlehren der Sufis. Denn noch einmal, Sie zwingen ihre Anhänger diesen Wicker aufzusagen. Zweitens, sie erfinden Ge L L Belohnungen für einen erfundenen Wicker und das wurde nie von einem Sahabi oder Tabi äh, gesagt. Also schön unterscheiden zwischen dieser Sache. Ich kann einfach drauf losreden. Ja, Rabbi, ich liebe dich. Ich finde dich so toll. Ja, Rabbi Al Hat das der Prophet sallallahu alaihi gesagt? Nein. Ist das Bid'a? Nein. Ich möchte einfach Allah preisen, so wie ich kann mit meinem Vokabular. Und von mir aus möchte ich den Propheten loben. Der Prophet ist so schön, der Prophet ist so gut. Bitte schön. Aber nicht, dass du sagst, oh du Prophet, du hilfst jedem Geschöpf, der Hilfe braucht. Das, nee. Wie, du hilfst jedem. Pro wie, wie, das geht nicht. Wer hilft jedem Geschöpf, der Hilfe braucht? Allah Subhanahu Wa Taala. Also hier bitte unterscheiden zwischen dem, was erlaubt ist, und dem, was verboten ist. Ein Du'a, der auch oder ein Wikr, der auch erwähnt wurde. Sekunde gerade, wo wurde der erwähnt? Genau bei Ahmed und Ibn Majah den der Autor hier erwähnt. Er sagt, wenn man in die Moschee eintritt, ne Sekunde, wenn man dann nach dem Gebet äh, gebetet hat, ich bin verrutscht, wo ist denn das jetzt? Grüne. Genau, wenn man Salat äh, al-Fajr gebetet hat und man geht jetzt also die, also die Sunna von Fajr sagte zu Hause und dann gehst du zur Moschee, dann sollst du sagen: Allahumma inni O oh Allah, ich bitte dich durch das Recht der Bittenden dir gegenüber. Wa und beim Recht meiner Schritte meines Weges jetzt in die Moschee ver also ich bin nicht rausgegangen aus Hochmut oder Überheblichkeit und ich bin nicht rausgegangen aus Augendienerei ja, oder um äh, überstolz zu sein Ich bin rausgegangen, wohin denn? Zum Moschee jetzt, ja? Um mich zu bewahren, zu beschützen vor deinem Zorn und aufgrund meines Verlangens nach deiner Zufriedenheit. Ich bitte dich, rette mich vor dem Höllenfeuer. Es gibt keinen, der die äh, Sünden vergibt außer dir. So, dieser äh, Ausdruck, erst einmal der Hadith ist wahif, okay? Das ist Punkt Nummer eins. Zweitens, die Frage ist jetzt: in diesem Hadith, äh, in diesem Bittgebet, heißt es, Allahumma inni as'aluka O Allah, ich bitte dich anhand des Rechts der Bittenden dir gegenüber. Jetzt ist die Frage, was ist hier damit gemeint? Allah Jalla wa ala hat sich selbst auferlegt, dass seine Diener ein Recht haben, ihm gegenüber. Als der Prophet sallam, zu Muadh bin Jabal, wenn ich mich recht entsinne, äh, als er ihn gefragt hat, was ist das Recht Allahs gegenüber den Dienern und das Recht der Diener gegenüber Allah? Dann sagte er, das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist, dass sie nur ihn anbeten. Einzig und allein. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist was? Dass er sie belohnt, wenn sie das tun. Also Allah hat sich selbst ein Recht der Diener, er hat sich selbst auferlegt. Subhanahu wa ta'ala. So, wo liegt jetzt das Problem oder die Fragestellung? Und zwar diese Mittlerschaft, Tawassul. Was heißt Tawassul? Tawassul bedeutet, ich sage, O oh Allah, Aufgrund von XY bitte ich dich das und das. Also, ich, ich mache einen Mittler zwischen mir und Allah. Ich sage nicht Ja Allah direkt, sondern Ja Rabbi, diese jene Sache, wegen dieser Sache hilf du mir. Diese Mittlerschaft: Es gibt drei Sachen, die erlaubt sind. Einmal anhand der Namen Allahs. Anhand der Namen Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Eigenschaften und Tat. Ja Rabbi, weil du der Allvergebende bist, vergib mir. Ja Rabbi, weil du der Schöpfer von Himmel und Erde bist, versorge mich. Du kannst natürlich auch sagen, ja Rabbi, versorge mich. Aber du willst jetzt ein bisschen noch mehr Allah lobpreisen. Sagst, ja Rabbi, aufgrund deiner Schönheit leite mich recht. Das ist erlaubt. Warum? Allah ist der Schöne. Allah ist der Schöpfer. Also erstens die Mittlerschaft. Also die Mittlerschaft anhand seiner Namen, Eigenschaften, Taten. Das ist Rubrik Nummer 1. Rubrik Nummer 2. Die Mittlerschaft anhand unserer Gottesdienst. Ibadat. Ja Rabbi, weil ich dich anbete, sei mit mir gnädig. Du sagst das nicht als Gegenleistung. Guck mal, ich habe dich angebetet. Also bitte nicht so, sondern ja, Rabbi, nimm diese Anbetung an von mir, mein Gebet, mein Koran. Auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich fehlbar bin, auch wenn ich nicht so gut dich anbete. Ja, Rabbi, nimm diese, dieses, dieses Gebet an und sei mit mir gnädig. Das ist erlaubt. Der Beleg ist unter anderem als die drei Männer in die Höhle gegangen sind und dann ist ein Felsen runtergefallen. Und äh, was haben sie getan? Sie haben Dua gemacht anhand ihrer Taten. Der eine hat gesagt: Ja, Rabbi, ich war gut zu meinen Eltern. Also jetzt zusammengefasst. Ja. Der andere hat gesagt: Ja, Rabbi, ich habe keinen Sinn gemacht. A Unterlassung von Sünde ist auch eine gute Tat. Und der dritte war ver äh, vertrauenswürdig. Ja, der hat nicht die, die, das, die Einnahmen oder der, den Lohn eines Arbeiters veruntreut. Also, sie haben Dua gemacht anhand guter Taten und Allah hat sie gerettet. Das ist also die zweite Möglichkeit. Die dritte ist, dass du einen lebenden, anwesenden, zwei wichtige Bedingungen, fragst und bittest, könntest du Dua für mich machen? Du denkst, jemand ist rechtschaffen.